Wir haben so viele spannende Ideen gehört. Und ja, oft fast ein bisschen überwältigt jetzt bin ich, weil es sehr viele Eindrücke auf mich einprasselt sind. Wie wohnen, leben und arbeiten wir hier miteinander? Was könnte vielleicht noch anders sein? Was bräuchte es vielleicht noch? Ich glaube, wenn man zusammenrückt und miteinander ins Gespräch kommt, dass man einfach unheimlich wie noch ein Synergiepotenzial hat, das glaube ich, noch nicht ganz ausgeschöpft ist. Ein gutes Gefühl. Es waren über 100 Leute gesehen. Das finde ich toll. Das heisst doch, dass es ein Thema ist. Und ich denke, die Zeit schiebt einfach. Es ist einfach der Zeitgeist, wo es ist nachher, dass man neue Wege findet. Ich war überrascht, dass wirklich neue Ideen gekommen sind, die ich vorher nicht gehört habe. Und zwar so mässig gute Ideen, die ich finde. Ich nehme mit, dass es in diesen drei Gemeinden sehr viele engagierte Leute hat, die viele gute Ideen haben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man die Ideen wirklich sammeln kann und daraus auch nachher konkrete Projekte machen kann. Weil es gibt sehr, sehr spannende Sachen, die jetzt zusammenkommen.